Fanpost. Oh, oh yeah. Popfigur, oh Gott, jetzt habe ich eine. Hallo Freunde, ich habe heute ein Paket bekommen. Fanpost. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Ich weiß natürlich, von wem es ist. War jetzt aber nicht abgesprochen, ist ein Kumpel von mir. Ich bin gespannt, was er da reingepackt hat. Und je nachdem, wenn es geil ist, dann will ich das auch irgendwo hochladen. Wenn es nicht so geil ist, dann wird das Video nirgendwo auftauchen. Beziehungsweise, wenn es die Leute nicht interessiert. Aber der Kerl macht geiles Zeug, deswegen dachte ich mir, ich schmeiß mal die Kamera an. Hey, und so ein Unboxing, keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht. Kann man auch mal üben, ne? Meine Schere so, wie man sie eigentlich benutzen sollte. Ne? Boah. Jetzt aber. Oh, oh yeah. Freunde, fängt schon mal an für meine wachsende Nerd-Sammlung vom guten Very Serious Design. So schaut sein Logo aus. Hat er schon mal geil gemacht. der gute Markus arbeitet an einem Kartenspiel. Grand Tour. Alles, was bei mir auf der Homepage ist und irgendwie geiler ausschaut wie irgendein billiges Piktogramm oder Grafik, das kommt bisher vom Markus. Da hat er mir einmal den Javier Lemont geschickt. Das ist mein Charakter in seinem Rollenspiel. Ist ziemlich cool geworden, die Zeichnung. Ich habe ihm mal so ein paar Vorlagen geschickt, dann hat er ihn draus gemacht. Finde ich schon mal sehr geil. Dann haben wir den guten Infiltrator. Das ist ein Spacer. Das ist quasi mein Zweitcharakter in dem Game, was ich irgendwie machen will. Zumindest könnte das sein. Weiß ich nicht. Ich vermute schon, muss ich ihn mal fragen. Was haben wir hier? Märtyrer des Morgenlichts. Meine erste Sammelkarte aus seinem Game. Kenne ich noch nicht. Und angeheuerter Söldner. Ja klar, wir brauchen immer. Das ist vielleicht ein Running Gag an unser Rollenspiel. Dass man ein Problem nicht selber löst, sondern man heuert sich Söldner an. Dabei ist man ja quasi der Söldner, der angeheuert wurde. So, was haben wir jetzt hier für einen geilen Shit? Oha. Oha. Schau ich das mal an, ey. Das ist schon geil einfach. Was ist das? Zeratul wahrscheinlich, ne? Kleiner Diabolo-Drache. Gott, der steht nicht. Was haben wir hier? Oh yeah. Den kennen wir auch. Zumindest sieht es irgendwie verdammt nach Thanos aus. Aber vielleicht ist auch irgendwas, könnte auch ein Warcraft-Charakter sein. Das muss ich mir mal erklären. Jetzt habe ich auch gecheckt, wer das ist. Das ist natürlich nicht Thanos. Das ist ja ein Quatsch. Hier, da ist vielleicht noch der Hinweis, das lag noch damit drin, habe ich jetzt rausgezogen. Frostmourne müsste es sein, oder? Und dann wäre das da der, oh Gott, wie hieß der Kerl? Wie hieß der Kaspar, der zum Böden, hier von gut zu bös, Todeskönig da oder was, keine Ahnung. Der ist es auf jeden Fall. Und dann muss das da bestimmt auch irgendeine Blizzard-Figur sein. Wahrscheinlich Diablo oder so. Das passt dann eigentlich nur so zusammen. Naja, sehr, sehr cool auf jeden Fall. So, jetzt haben wir das Schwertchen reingestopft. Ja.
großartig. Voll cool. Richtig nice. Und jetzt, was haben wir da noch drin? Einen Button. Very serious design Button. Richtig nice. Und Popfigur. Oh Gott, jetzt habe ich eine. Jetzt habe ich eine Popfigur, Leute. Das ist meine erste. Ich weiß, dass sowas immer hardcore ist. Jo, das ist der gute Johnny Silverhand von Cyberpunk 2077. Ich will dieses Game unbedingt zocken. Ich freue mich schon drauf, wenn es rauskommt. Cyberpunk 2020 war damals mein erstes Rollenspiel, was ich je gespielt habe. Von daher, Johnny Silverhand, richtig cool. Ja, geil. Solche Freunde kann man haben, ne? Markus, vielen Dank an der Stelle, es freut mich sehr. Ich werde das Zeug irgendwo einbauen, sei es auf Instagram oder in irgendeinem Stream oder keine Ahnung, wenn ich dann mal streamen kann, wenn die Hardware da ist. Sehr cool. Den könnte man zum Beispiel hier irgendwie auf so ein Brettchen stellen. Wird das Ganze hier ein bisschen aufpeppen, weil der Hintergrund ist noch komplett weiß. Liegt auch daran, dass wir das Haus noch ausbauen und noch einiges fehlt, auch an Deko. Hier zum Beispiel hängt noch so eine Baulampe an der Decke, die nicht so schönes Licht macht. Und da drüben fehlen noch Schränke und alles. Aber da gibt es vielleicht mal ein Werkelvideo dann von dem Umbau. Ja, Markus, vielen Dank. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Mehr von dem Nerdkram, Gaming-Videos, Werkel-Videos, abonniert den Kanal. Teilt gerne das Video oder auch andere Videos, um mich zu supporten. Und dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao.